In der Vogelfotografie und Tierfotografie allgemein ist es wichtig, die richtigen Einstellungen zu haben. Andernfalls können die Fotos unterbelichtet oder unscharf werden. Und da sich die Situationen oft ändern, müssen wir auch die Einstellungen jeweils diesen Situationen anpassen und das muss möglichst schnell gehen. Und die heutigen Kameras bieten uns sehr viel Flexibilität, was die Einstellungen angeht. Es kann aber manchmal auch ganz schön verwirrend sein, da es so viel ist. Und daher möchte ich in dem heutigen Video zeigen, wie ich die R7 eingestellt habe, sodass ich zumindest für mich das Gefühl habe, ich bin möglichst schnell immer bereit, kann alles Wichtige ändern. Es mag nicht hundertprozentig für euch stimmen, aber ich denke, es ist sicher ein guter Ausgangspunkt und anschließend könnt ihr ja das Feintuning für euren Stil und für eure Bedingungen jeweils vornehmen. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich ins Menü. Ich habe alle Einstellungen zurückgesetzt. Nur die Sprache habe ich auf Deutsch geändert. Das erste, das ich ändern möchte, ist natürlich die Bildqualität. Ich fotografiere lieber RAW. Bei der R7 jetzt C-RAW, denn dann habe ich einen viel größeren Puffer und das war beim RAW wirklich sehr limitierend. Das andere hier lasse ich einmal. Die ISO-Empfindlichkeitseinstellung ist dann relevant natürlich, wenn ihr mit automatischen ISO fotografiert, zum Beispiel hier der Auto-ISO-Bereich. Dann würde ich den vielleicht eher auf 12.800 erhöhen. Das tönt nach relativ viel, aber ich denke mir immer lieber ein Foto mit höheren ISO, das dafür korrekt belichtet ist und scharf, als ein unscharfes oder unterbelichtetes ISO-Bild, wo ihr einfach die ISO gedrückt habt. Ihr könnt hier zum Beispiel auch mit der längsten Verschlusszeit einstellen. Eben entweder auf automatisch, das sagt glaube ich alles. Ihr könnt sagen, ihr möchtet nicht länger als eine 125stel, eine 60stel oder was auch immer haben. Oder ihr könnt sagen, ihr macht es grundsätzlich automatisch, aber dann langsamer oder schneller, als die Kamera es einstellen würde. Die Kamera macht bei 200 mm eine 200stel Sekunde, bei 500 mm eine 500stel so ungefähr. Und ihr könnt sagen, ja, ich halte mehr, also gehe ich hier auf etwas langsamer. Dann kann ich auch bei 500 mm locker noch eine 250stel halten. Das Problem natürlich ist hier immer, die Tiere können sich auch bewegen. Das könnt ihr euch ja nicht einstellen. Das müsstet ihr mit manuell komplett machen. Deshalb benutze ich auch nicht die Auto-ISO, sondern mache eigentlich alles manuell, aber das nur als Hinweis. Das heißt, ich stelle hier schon mal die ISO auf etwas Manuelles ein. HDR-Aufnahme, HDR-Modus, all das überspringe ich. Die automatische Belichtungsoptimierung, die ist eigentlich nur relevant, wenn ihr JPEG fotografiert mit der Tonwertpriorität. Das heißt, das überspringe ich auch. Ich würde es aber ausgeschalten lassen, denn es kann die Kamera verlangsamen, selbst wenn ihr RAW fotografiert. Dann die Anti-Flacker-Aufnahme ist nur relevant, wenn ihr unter gewissen Kunstlichtquellen arbeitet. Das habe ich draußen nicht. Ja, ich benutze auch keinen Blitz, das heißt, das können wir auch überspringen. Messmethode nehme ich jeweils die Mehrfeldmessung. Die funktioniert für mich eigentlich recht gut und ich würde dann einfach eine Plus-Minus-Belichtungskorrektur geben, je nach Situation. Ich weiß, dass gewisse Leute auch die Spotmessung lieber mögen. Wie gesagt, ich habe immer mit der Mehrfeldmessung gearbeitet, bis ich komplett auf manuell jetzt umgestiegen bin. Den Weißabgleich habe ich von auf Sonnig, auf Tageslicht geändert. Ich fand einfach den anhand meiner ersten Erfahrungen mit der R7 ziemlich schnell etwas, ja, er hat ziemlich schnell gewechselt. Das hat mir nicht so stark gefallen. Die Bilder hatten dann wie keine Konsistenz mehr und ich finde es angenehmer beim Bearbeiten, wenn ich sehe, gut, an dem Nachmittag waren vielleicht alle Bilder ein bisschen zu blau, dann kann ich alle anheben. Zudem im RAW spielt das eh nicht so eine Rolle. Die Feineinstellungen lasse ich dann sowieso weg. Den Farbraum, hier bietet natürlich Adobe RGB den weiteren Farbraum als sRGB. Da ich im RAW fotografiere, spielt das keine Rolle. Bildstil auch hier, ich habe lieber ein konsistentes Resultat, das heißt, ich gehe hier mal auf Standard. Wenn ihr ein möglichst flaches Resultat haben möchtet, also wenn das Bild auf dem Kameradisplay schon ähnlich aussehen soll wie das RAW, um vielleicht die Lichter und Tiefen besser zu beurteilen, den ganzen Dynamikumfang, dann würde ich euch empfehlen, da hier auf neutral oder natürlich zu gehen. Ich fand das immer ein bisschen deprimierend, wenn ich aufs Display geschaut habe und das Bild sah so flau aus, aber eben jedem das seine. Ja, Klarheit lasse ich, kreativen Filter brauche ich hier wirklich keinen. Die Objektivkorrekturen, die habe ich einfach ausgeschalten, da meines Wissens die nur für nur entweder im JPEG funktionieren oder man kann sie hinzufügen später, wenn man mit Canon Digital Professional Photo arbeitet.
Die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtungen, die habe ich bei Landschaftsaufnahmen manchmal drin. Wenn ich zum Beispiel vom Sternenhimmel 15 Sekunden belichte, macht er noch eine 15 Sekunden Aufnahme mit geschlossenem Verschluss, um das Rauschen zu senken. Bei Tierfotografie nicht wirklich relevant. Die High-ISO-Rauschreduzierung würde ich ausschalten. Wie gesagt, RAW-Bilder beeinflusst sie sowieso nicht und sie verlangsamt das Ganze, da die Kamera ja immer ein kleines JPEG sowieso hat, das sie auch auf dem Bildschirm anzeigt. Hier im nächsten Punkt die Mehrfachbelichtung, also ein Exposure Bracketing, wie es auf Englisch heißt, habe ich deaktiviert. Der Raw Burst Modus ist sehr interessant bei der R7. Das ist im Prinzip die Möglichkeit, dass sobald ich den Auslöser halb ausdrücke, die Kamera kontinuierlich Bilder aufnimmt, die aber nicht auf die Karte schreibt, sondern den Pufferspeicher lässt. Drücke ich jetzt komplett aus, dann nimmt die Kamera richtig die Bilder auf mit 30 Bilder pro Sekunde. Plus diese halbe Sekunde vorher wird auch auf die Karte geschrieben, also weitere 15 Bilder. Und das ist sehr nützlich, wenn ich zum Beispiel einen Vogel habe, der auf einem Ast sitzt und ich weiß, er fliegt demnächst ab. Wenn ich diesen Modus aktiviert habe und den Auslöser halb runtergedrückt, in der Regel ist das Problem, wenn ich auslöse, wenn er abfliegt, habe ich ein bisschen eine Verzögerung und den besten Moment nicht drauf und so habe ich eben eine halbe Sekunde vorher schon drauf. Das heißt, dann würde ich den aktivieren und natürlich diese Voraufnahme aktivieren. Ein, zwei Sachen, die man beachten sollte. Erstens wird der ganze Sucher ein bisschen laggy, also er ist nicht mehr so flüssig. Ist nicht so ein Problem, finde ich, denn das nehme ich, wie gesagt, nicht für Flugaufnahmen, sondern wenn ich warte, dass ein Vogel sich auf einmal bewegt, der lange still sitzt. Und zum anderen kriegt man eine große Datei. Letztes Mal waren es, glaube ich, 400 Megabyte oder so etwas. Und man muss dann aus dieser Datei die RAW-Bilder, die einzelnen extrahieren, entweder mit Canon Digital Professional Photo oder eben direkt in der Kamera. Also ich aktiviere das nur wirklich, wenn Bedarf ist, sonst habe ich das deaktiviert. Und das Focus Bracketing habe ich jetzt nicht in der Vogelfotografie, das ist mehr für Makro, für Insekten, vielleicht mal für Blumen. Einfach eine Tiefenkomposition, dass der Autofokus, der Fokus wird verschoben zwischen jeder Aufnahme und am Schluss wird ein Bild zusammengesetzt, sodass man ja, ein Foto mit einer höheren Schärfentiefe hat. Die Betriebsart hier finde ich Einzelbild sehr ungünstig. Ich gehe in der Regel auf das schnellste Serienbild. Ich empfehle euch unbedingt ein Serienbild einzuschalten, auch wenn ihr Tiere habt, wo ihr das Gefühl habt, die bewegen sich kaum oder gar nicht. Irgendwann drehen sie doch einmal den Kopf, sie schließen das Auge, auf einmal fliegt eine Fliege durch und weiß nicht was. Oder der Autofokus ist mal daneben. Also ich würde unbedingt ein Serienbild drin haben. Einen Intervalltimer, das wäre cool für Zeitraffer, brauche ich jetzt nicht. Leisen Auslöser auch nicht. Auslösemodus. An meiner R5 benutze ich hier den elektronischen Verschluss in 99% der Fälle. Den fand ich nicht wirklich gut. Hier seht ihr schon die Warnung. Schnell bewegte Motive können verzerrt werden. Der Rolling Shutter an der R7 ist doch relativ heftig. Das heißt, meistens bin ich mit dem elektronischen ersten unterwegs. Macht natürlich ein bisschen mehr Lärm und man hat nur 15 Bilder pro Sekunde, aber reicht fürs meiste auch. Den Auslöser ohne Karte betätigen würde ich unbedingt deaktivieren, wenn ihr mal, ich meine, ihr habt schon zwei Card-Slots, das solltet ihr wirklich nicht in der Situation sein, dass gar keine Karte drin ist. Aber wenn das mal vorkommen sollte, dass ihr nicht, gar nicht fotografieren könnt, finde ich angenehmer, als ihr macht Fotos und realisiert nachher, dass keine Karte drin war. Den Bildstabilisator-Modus hier ist, ich habe ein RF-Objektiv dran, das heißt, hier habe ich nur die Option für den Video. Das Video-Funktionen wollte ich auslassen. Hier gibt es die Funktion für eine automatische Wasserwaage. Das heißt, wenn ihr die Kamera etwas schräg hält, kompensiert die Kamera, der Sensor selbst, dass ihr keinen schrägen Horizont habt, eine absolut geniale Funktion, finde ich. Sie ist natürlich nicht extrem schnell und deshalb kann sie auch nur gewählt werden, wenn ihr ein langsameres Serienbild habt, respektive wenn ich sie jetzt hier auswähle, wird mein Serienbild langsamer. Ja, ich benutze die für Landschaftsfotografie, wenn ich nicht das Stativ einsetze, sehr gerne. Für die Tierfotografie habe ich sie jetzt aber deaktiviert. Hier könnt ihr noch einstellen, welche verschiedenen Punkte hier in ihrem über das Q-Menü oder so erreichen könnt. Über das Schnelleinstellungssystem ist mir jetzt, naja, nicht so wichtig. Ich habe ja eigentlich alles Wichtige auf den Tasten. Den Touch-Auslöser würde ich deaktivieren. Ich mag es, wenn ich den Touchscreen nutzen kann, um das Fokusfeld zu setzen manchmal. Aber mit dem Touch-Auslöser aktiviert, macht er direkt das Foto. Was ich ebenfalls nicht mag, ist die Bildrückschau. Ich möchte ein Foto machen und das nächste machen können und nicht ein Foto, was ich gemacht habe, anschauen. Das heißt, ich würde das hier für den Sucher und für den Bildschirm ausschalten.
Dann würde ich hier unbedingt die Belichtungssimulation anzeigen, damit ihr eine Idee habt, wie hell das Foto wird. Die Schärfentiefe-Simulation brauche ich aber nicht. Ich kann so besser sehen, wo ich die Schärfe gesetzt habe. Ich habe mehr Licht drin. Die Kamera muss nicht noch erst die Blende schließen. Und hier habt ihr ganz neu bei der R7 eine optische Suchersimulation. Die soll einen optischen Sucher eben simulieren. Das ist zum Beispiel cool, wenn ihr das Foto unterbelichtet habt, dann wird es so auf einmal wieder hell. Ich habe das hier ausgeschalten, aber werde es nachher über einen Knopfdruck euch zeigen, wie ihr es aktivieren könnt, weil ich fand das wirklich in Gegenlichtsituationen super cool. Hier könnt ihr noch einstellen, welche Infos ihr auf dem Bildschirm haben möchtet. Ich habe hier eigentlich alle aktiviert gelassen. Das gleiche natürlich für den Sucher. Auch hier, ich habe alles aktiviert, dann habe ich möglichst viel. Die Gitteranzeige habe ich nicht aktiviert, ich finde die eher ablenkend. Beim Histogramm reicht mir das Helligkeitshistogramm, ich möchte das aber nur klein haben. Wenn ich vielleicht ganz kurz hier rausgehe und ich tue es noch einmal auf groß, dann seht ihr, wenn ich hier mit dem Info-Knopf durchgehe, es nimmt einen relativ großen Platz ein, das ist mir zu dominant. Und wenn ich das hier einmal kleiner mache, finde ich das viel besser, nicht mehr so störend. Und die Sucheranzeigeinformation hier macht es mir nichts, wenn etwas überlappt. Das heißt, ich bleibe bei Anzeige 1, bei 2 habe ich ein kleineres Bild. Die Anzeigeleistung würde ich hochstellen, braucht etwas mehr Strom, dafür habt ihr ein flüssigeres Ergebnis, ist mir wichtiger. Und die Filmaufnahmeeinstellungen möchte ich jetzt mal überspringen. Ich gehe hier auf 4K, aber eben das wird ein bisschen, wird sonst etwas zu lang. Jetzt kommen wir zu dem sehr wichtigen Punkt Autofokus. Natürlich, wenn wir sich bewegende Tiere haben, sollte die Kamera im Servo-Autofokus sein, dass das Tier auch nachgeführt wird, wenn es sich bewegt, also wenn sich die Distanz zwischen Tier und Kamera bewegt. Als Autofokusbereich nehme ich eigentlich grundsätzlich den Spot-Autofokus, den ich dann selbst verschiebe und ich schalte die Motivnachverführung aus. Einfach da ich möchte, dass die Kamera wirklich genau im Spot misst und oder wenn ich das Einzelfeld habe, das ein bisschen größer ist, sollte da drin messen und nicht nach Motiven suchen. Ich fand, dadurch war es einfach weniger genau. Und ich nutze sehr gerne den Augenautofokus, aber ich werde euch nachher zeigen, wie ich den nutze, nämlich ein bisschen anders. Wichtig natürlich, wenn ich ihn nutze, möchte ich Tiere nachführen und keine Personen oder Fahrzeuge. Und das macht wirklich einen Unterschied, diese Einstellung. Ich habe das auch schon gesehen, wenn ich ihn auf Tiere hatte und hinten dran mein Steinbockfoto und mich selbst gefilmt habe, ist er ständig auf den Steinbock gesprungen, anstatt auf mich. Dann auf nachgeführte Motive wechseln. Das ist im Prinzip, wie schnell soll er auf ein neues Motiv wechseln, wenn er das alte verliert. Das ist immer ein bisschen schwierig. Generell natürlich sollte er auf einem Motiv sein und wenn das Motiv hinter einem Busch verdeckt ist, macht es keinen Sinn, wenn er deswegen den Autofokus so lässt. Auf der anderen Seite finde ich, ist der Augenautofokus manchmal ein bisschen jumpy und mir wechselt zu schnell. Das heißt, ich behalte es hier gerne auf dem 1, auf dem mittleren oder wenn, dann würde ich eher auf die Anfangspriorität gehen. Aber dann habe ich das Gefühl, habe ich eher ein bisschen das Problem, wenn er einmal hinten auf dem Hintergrund ist, dann kommt er nicht mehr auf das Motiv vor. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Einstellungen mit den verschiedenen Fällen, mit den Cases. Automatik mag ich nicht so. Ich gehe auf den 1, das ist der allgemeine, und mache da gegebenenfalls noch ein bisschen Feintuning. Und zwar stelle ich hier die Autofokus-Servo-Reaktion auf langsamer. Das heißt einfach, wenn die Kamera das Motiv kurz verliert, bleibt sie drauf. Also das ist ziemlich ähnlich wie das, was wir gerade vorher hatten, mit auf ein neues Motiv springen. Aber hier geht es eben nicht nur darum, auf ein neues Motiv, also ein Gesicht, ein Auge zu springen, sondern generell, was vor das Autofokusfeld kommt. Und da habe ich es lieber, wenn zum Beispiel nur ein Busch davor kommt, der klar kein Auge hat, wenn die Kamera lieber auf der Ente bleibt, wie da hinten durchfliegt. Das klappt auch relativ gut. Die Nachführbeschleunigung und Verzögerung lasse ich jetzt mal auf Null. Wenn ich eine Ente habe, zum Beispiel, oder wenn ich viele Enten habe, die auf mich zufliegen oder Vögel und stoppen sozusagen, dann setze ich die manchmal aufs Plus 1, aber ich bin mir hier auch nicht ganz sicher, was wirklich das Beste ist für jede Situation. Ja, One-Shot-Autofokus, das ist mir ziemlich egal. Schärfensuche, wenn Autofokus unmöglich, habe ich gerne an. Das heißt, die Kamera versucht einfach ein bisschen länger Fokus zu finden. Die Touch-and-Drag-Autofokus-Einstellungen, da könnt ihr hinten, wenn ihr am Sucher seid mit der Kamera, das Display nutzen, um den Autofokuspunkt zu verschieben mit dem Daumen. Fand ich bei der EOS R ganz cool. An der R5, R7 habe ich lieber den Joystick zum Verschieben. Aber schaut euch das mal an. Ich finde vor allem mit Handschuhen, das finde ich den Joystick zuverlässiger, aber eben müsst ihr wissen. Autofokusfeld begrenzen. Hier könnt ihr gewisse
Modi-Bereiche hier abwählen, dass die gar nicht mehr auswählbar sind, damit ihr durch die anderen schneller durchkommt. Das habe ich früher mal gemacht, aber mittlerweile bin ich davon weggekommen, da ich dann doch zwei, dreimal im Jahr diesen einen Autofokus-Modus doch noch möchte und es mich dann genervt hat, wenn der nicht mehr verfügbar war. Ich würde die Empfindlichkeit des Joysticks ein bisschen hochstellen, dass ihr den Autofokuspunkt einfach schneller durchs Bild bewegen könnt. Und eine sehr geniale Funktion, die es schon seit vielen Jahren jetzt gibt, ist die AF-Messfeldausrichtung. Ich habe hier so eingestellt, dass ein anderes Autofokusfeld für horizontale und vertikale Kameraausrichtung eingestellt werden kann. Und das finde ich einfach cool, wenn ihr ein Autofokusfeld eher oben im Bild habt, also hier, weil der Kopf des Vogels oben ist. Wenn ich jetzt die Kamera ins Hochformat drehe, wäre dieser Autofokuspunkt auf einmal links. Dort nützt er mir relativ wenig, er müsste ja immer noch oben sein. Und so könnt ihr für horizontal und vertikal die unterschiedlich nutzen. Das Fokuspeaking brauche ich bei der Tierfotografie selten, aber ich schalte es einmal ein, dass sobald ich auf manuellem Fokus wechsle, das Peaking eingeschalten ist. Gleiches für den Fokusassistent, der mir einfach ja auch noch ein paar Möglichkeiten hier gibt. Denn immer elektronischen manuellen Fokus habe ich an, das heißt, ich kann jederzeit eingreifen in den Fokus. Ist dann nützlich, wenn, was die R5 und R7 eben manchmal machen, auf dem Hintergrund kleben und einfach nicht auf ein nahegelegenes Motiv fokussieren wollen, kann ich ganz kurz am Fokusrad drehen und der Fokus kommt wieder vor. Es hat natürlich den Nachteil, wenn ich auf einem Bohnensack arbeite und da an das Fokusrad komme, dass der Fokus auch verstellt wird und mit dem Autofokus sich ein bisschen beißt. Das heißt, ich würde ein bisschen abwägen, was für euch wichtiger ist. Den Rest lasse ich hier und somit kämen wir auch schon zum Playback-Menü. Hier ändere ich eigentlich mal nichts. Ich mache auch keine Bearbeitung in der Kamera. Bei der Vergrößerung hier stelle ich gerne die tatsächliche Größe ein und dass auf den Fokuspunkt reingezoomt wird und nicht in die Mitte vom Bild. Dann könnt ihr hier noch anzeigen, was ihr alles hinten auf dem Bildschirm habt, wenn ihr mit der Infotaste durchgeht. Hier gibt es einige, die ich einfach nicht brauche. Die stelle ich ab, dass ich etwas schneller durch bin. Ich würde die Überbelichtungswarnung stets aktiviert lassen, dass ihr seht, wenn ihr etwas überbelichtet. Die Autofokusfeldanzeige habe ich normalerweise auch gerne aktiv, dass ich sehe, wo ich scharf gestellt habe. Das Wiedergaberaster mag ich. Ich mag es nur während der Aufnahme nicht so. Der Rest bleibt hier. Die Kommunikationseinstellungen lasse ich eigentlich. In den Flugzeugmodus gehe ich noch gerne zum etwas Akku sparen, aber wie ihr euer Handy einrichtet, das könnt ihr selber machen. Dann Karte und Ordner wählen. Hier gibt es jetzt verschiedene Funktionen. Ich habe momentan eh nur eine Karte drin, aber ihr könnt sagen, ihr zeichnet auf beide Karten gleichzeitig auf, als Backup sozusagen. Ihr könnt sagen, auf eine Fotos, auf andere Film. Ihr könnt auch sagen, ihr möchtet, dass auf Karte 1 aufgezeichnet wird, vielleicht weil das die schnellere ist, und Karte 2 als sogenannten Overflow, also sobald Karte 1 voll ist, wird auf Karte 2 gewechselt. Ja, kommt sehr darauf an, was für euch am wichtigsten ist. Ich ändere in der Regel den Dateinamen, je nach Kamera. Meine ist ja 5R1, also die 5R Mark 1, hier wäre es wohl 7R1 und dann Unterstrich und dann den eigentlichen kontinuierlichen Namen. Einfach, dass ich schon im Finder oder File Explorer sehe, welche Kamera ist es, ohne dass ich auf die EXIFs schauen muss. Im nächsten Menü, hier ändere ich eigentlich gar nichts. Den Piepton habe ich immer deaktiviert gehabt, bei dieser Kamera nicht, da ich es eigentlich cool finde, im elektronischen Verschluss ein bisschen ein Feedback zu haben. Ich setze das aber auf das 1, also auf die tiefste Lautstärke. Und alles andere kommt komplett runter. Den Stromsparmodus, ja, ich würde es automatisch abschalten, ein bisschen länger tun, den Bildschirm dimmer. Naja, da wird der Bildschirm einfach ein bisschen dunkler. Mal schauen, ob mich das irgendwann nervt oder nicht. Kann man ja noch abstellen. Hier habe ich eingestellt, dass wenn das Display normal eingeklappt ist, die Kamera automatisch zwischen Sucher und Display wechselt. Wenn es hingegen ausgeklappt ist, ist nur der Bildschirm aktiv, auch wenn ich mit dem Auge hingehe. Hat sich für mich am besten bewährt, aber ihr könnt hier auch sagen, dass er immer umschalten soll oder nur Sucher oder nur Display. Helligkeit vom Bildschirm, die kommt natürlich ein bisschen auf das Umgebungslicht drauf an. Ich fand so etwas relativ gut. Also eine 4, wenn es wirklich hell ist, tue ich sie mal hoch, aber zur Beurteilung von den Bildern würde ich wirklich das Histogramm nehmen und die Über- und Unterbelichtungswarnungen. Den Farbton musste ich jetzt nie verändern oder so.
Die Multifunktionssperre hier habe ich ganz ausgeschaltet. Ich mag es nicht, dass auf einmal meine Kamera gesperrt ist. Ich weiß, es gibt Leute, die benutzen die sehr gerne. Mir hat die nicht so gefallen. Ich würde unbedingt schauen, dass ihr den Auslöser, dass der geschlossen wird bei der Abschaltung. Das ist einfach also der Verschluss, das ist einfach ein zusätzlicher Schutz vor Staub. Und die Sensorreinigung, die läuft bei mir auch immer automatisch, wenn die Kamera ausgeschaltet wird. In diesem Menü hier habe ich Copyright-Informationen eingetragen. Den Rest werde ich überspringen und nachher noch einmal zurückkommen. Hier habe ich auch das meiste eigentlich gelassen. Ich mag es zum Beispiel, wenn ich ein Bracketing einmal mache, dass die Kamera automatisch das wieder ausschaltet, wenn ich Modus wechsle oder Kamera ein-ausschalte. Ganz cool finde ich die Funktion selbe Belichtung für neue Blende. Eben wenn ich manuell fotografiere, sagen wir, ich fotografiere bei 100 mm, Blende 4,5, 100 ISO und eine Verschlusszeit von einer 200stel Sekunde und jetzt zoome ich auf 500 mm rein, dann ändert sich bei meinem Objektiv hier beim RF 100 bis 500 die Blende. Die Offenblende ist eben nicht mehr 4,5, sondern 7,1. Bin ich jetzt im manuellen Modus, dann wird mein Bild zu dunkel natürlich, weil die Blende sich ändert und der Rest nicht. Und hier kann ich sagen, okay, in diesem Fall, auch wenn ich manuell fotografiere, darfst du Kamera die ISO ändern oder die Verschlusszeit oder Verschlusszeit und ISO. Mir ist ISO am liebsten, denn die Verschlusszeit, die stelle ich ziemlich bewusst ein. Die ISO ist eh immer das, was ich einstelle, basierend auf was Blende, Verschlusszeit und eben das Umgebungslicht praktisch diktieren. Den Rest hier ändere ich eigentlich nicht. Was ich hier mache, ist die Tasten- und Wahlräder anpassen. Also ich habe hier bei der Taste, ich lasse den Autofokus gerne vorne auf dem Auslöser. Ich weiß, das ist ein bisschen umstritten. Ich bin kein Fan vom Backbutton-Autofokus. Vieles hier lasse ich einmal. Den AF-On, den möchte ich aber nutzen, diesen Knopf, und zwar um den Augenautofokus zu nutzen. Das heißt, wenn ich hier normal am Fotografieren bin, habe ich mit dem Joystick den Spot-Autofokus ohne Motiverkennung irgendwas. Und sobald ich auf den AF-On drücke, habe ich in dem Sinne auch einen Backbutton-Autofokus. Aber dann wird der Augenautofokus aktiviert. Sobald ich loslasse, bin ich wieder zurück beim Spot-Autofokus. Dann eins weiter, die Taste nebendran, die AHL-Taste mit dem Stern, die brauche ich eigentlich nie. Das heißt, ich lege mir hier auch was drauf. Und zwar schalte ich auf eine bestimmte Aufnahmefunktion um. Und zwar normalerweise oder häufig fotografiere ich einfach Vögel, die nicht in Action sind. Wenn ich jetzt auf einmal einen fliegenden Vogel habe, muss ich alle Einstellungen ändern, das geht zu lang. Und hier speichere ich mir genau das ab. Ich stelle hier die Verschlusszeit ein. Eine 2000stel Sekunde, die Blende darf so bleiben wie vorher. Dieses Mal lasse ich die ISO auf automatisch, da ich ja nicht wissen kann, wie die Situation aussehen wird. Den Weißabgleich lassen wir gleich, wie er vorher war. Autofokusbereich nehme ich jetzt den großen Bereich, diesmal mit Motivnachführung, auf Tiere, Augenautofokus aktiviert. Die Servoreaktion tue ich sogar auf ein minus 2. Nachführen, Beschleunigung, Verzögerung vielleicht auf Plus. Autofokusbetrieb natürlich an. Bestätige das und quasi, wenn ich jetzt hier auf diese Sternchen-Taste gehe, passiert genau das. Ihr seht, die Einstellungen verändern sich dementsprechend. Finde ich ziemlich cool, brauche ich recht häufig. Ich möchte noch mehr ändern hier und zwar die Schärfentiefenvorschau, die brauche ich nicht. Ich finde es aber cool, mir hier eben bei Gegenlichtaufnahmen kurz den optischen Suchersimulation-Ding hier einzuzeigen. Wichtig hier ist einfach, diese Taste ist nicht. Funktioniert nicht so lange, wie er sie gedrückt hat, sondern die schaltet um zwischen optischem Sucher und elektronischem Sucher, also Simulation. Und das heißt, vergesst nicht, die noch einmal zu drücken, damit es wieder aufhört. Ansonsten habt ihr das Gefühl, oh, das Bild ist korrekt belichtet, dabei ist es viel dunkler. Also das ist mir schon passiert. Die hier lasse ich, denn das hat eh nicht jede von meinen Objektiven. Wichtig unten vielleicht, dass der Joystick eingestellt ist zur Direktauswahl vom Autofokusfeld. Scheint so, als ob die R7 die erste Kamera ist, bei der das ja, standardmäßig schon so ist. Das finde ich cool. Die Videofunktionen lasse ich jetzt einmal. Dann die Wahlräder anpassen. Ich mag das Layout TV-AV so. Normalerweise würde ich mir jetzt hier die ISO auf das Rad vielleicht hier vorne legen bei der Kamera. Das Problem ist, das hat nicht alle, beim Objektiv meine ich, das Problem ist, das haben nicht alle Objektive oder es ist wie bei dem RF 100 bis 500 in einem sehr sehr blöden Position. Ja,
bilden dem Sinn keine Rolle, was ich es lege, ich nutze es eh nicht. Ansonsten werde ich hier das meiste lassen. Ohne Objektiv auslösen würde ich euch empfehlen einzustellen, wenn ihr gewisse Objektive habt, die die Kamera nicht erkennt. Zum Beispiel, ich glaube, beim Samyang 24 mm war es so, dass sonst die Kamera gar nicht ausgelöst hat, aber normalerweise ist das kein Problem. Und dann schlussendlich das My Menu. Hier tue ich mir noch einen eigenen Menü-Eintrag hinzufügen. Ich finde das recht cool. Hier kann ich die Einstellungen reintun, die ich häufig ändere, aber nicht so häufig, dass ich gerade einen Knopf darauf zugreifen will. Das könnte zum Beispiel jetzt sein, den RAW Burst Modus vielleicht. Und dann stelle ich, wie gesagt, ab und zu gerne den Auslösermodus um zwischen elektronisch, erster elektronisch. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, habe ich diese hier drin und kann die jederzeit ändern. Ich könnte sogar sagen, ich möchte, dass das Menü immer im My Menü geöffnet wird. Ich mag es, wenn es dort geöffnet wird, wo ich das letzte Mal war. Und ich denke, das wäre jetzt eigentlich so gut wie alles. Was ich jetzt noch ändern möchte, also wenn ihr hier mal alle Daten hier seht, eine gute Standardeinstellung für mich ist mal eine 500stel Sekunde. Offenblende für die Tierfotografie, ISO habe ich mal bei 1600, aber das kommt natürlich ein bisschen darauf an. Und ich habe das Autofokusfeld ziemlich in der Mitte. Und jetzt möchte ich das einmal speichern. Das heißt, ich gehe wieder hier zurück, was wir vorher übersprungen haben, und speichere mir das auf das C1. Und weil das so schön ist, mache ich gerade noch eine Kopie auf C2, die ich dann gleich verändern werde. Und was ich jetzt auch noch mache, ist das automatische Aktualisieren, Aktivieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufs C1 gehe mit meinen Einstellungen und ich ändere hier die Verschlusszeit, ich gehe auf C2 und gehe auf C1 zurück, dann bleibt die Verschlusszeit gespeichert. Ich habe das lieber, wie wenn er immer wieder aufs 0 zurückgeht. Und C2 kann ich jetzt ein bisschen anpassen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich blende mal den anderen Bildschirm hier ein, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, das nehme ich für fliegende Vögel oder für Action. Das heißt, eine kürzere Verschlusszeit. Leider muss ich vielleicht mit den ISO noch hoch, aber das passe ich dann an. Aber zum Beispiel möchte ich auch den Autofokus ändern. Also gehe ich hier noch einmal schnell in die entsprechenden Einstellungen. Ich möchte vielleicht hier wirklich den ganzen Autofokus, dafür mit Motiv-Nacherkennung diesmal. Tieraugen-Autofokus, Augen. Gut, vielleicht möchte ich hier den Case ein bisschen anpassen für die Flugaufnahmen. Der Rest sollte okay sein, ungefähr so. Was kann man sonst hier noch anpassen? Ich denke, das wäre das meiste. Was ich jetzt noch mache, ist hier mir genau das Umgekehrte bei den Tasten konfigurieren mit der Stern-Taste, dass ich hier auf eine längere Verschlusszeit zurückgreifen kann. Wenn ich auf einmal etwas Statisches fotografieren möchte, hier muss ich leider den großen Bereich bleiben, denn ich kann den Joystick nicht bedienen, wenn ich auf die Taste drücke. So, aber vielleicht möchte ich das hier ändern. Okay. Das heißt, jetzt habe ich genau das Umgekehrte. Wenn ich hier drauf drücke, kann ich kurzzeitig für etwas Statisches wechseln. Hat einfach den Vorteil, dass ich die ISO etwas drücken kann und somit bessere Bildqualität habe. Ihr könnt natürlich dort auch eine Taste konfigurieren für Mitzieher oder was auch immer euch am besten passt. Aber ich finde, so kann ich relativ zügig wechseln. Das war jetzt eigentlich alles zu meinem Kamerasetup. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Falls ja, würde ich mich natürlich sehr freuen über ein Like oder sogar ein Super Thanks. Diese Videos brauchen relativ viel, nehmen viel Zeit in Anspruch und würde mich natürlich freuen, wenn ich ein bisschen eine Unterstützung kriege. Ich bedanke mich aber wie auch immer bei euch fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!